erst hier. Götter, steht mir bei. Er will mich töten. Er ist hier. 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 Helft mir. Hilfe! Ich, Nero, Augustus Germanicus, befehle euch, euren Kaiser zu beschützen! Centurio Severus, zu mir! Stelle das am höchsten Ort, auf den du findest. Wenn die Barbaren ihn sehen, flieht sie. Der Sieg wird unser sein. Ihr müsst an einen sicheren Ort. Sicher? Wir sind nirgends sicher vor diesem Wir bringen euch in Sicherheit. Zu euren Gemächern? Meine Gemächer? Nein, nein! Die Gruft, hier lang! Hier, schnell! Komm schon! Komm schon! Damokles ist von den Toten auferstanden, wahrhaftig! Damokles. Damokles ist ein Mythos. Männer töten Männer, mein Kaiser. Die Götter führen uns. Sie mischen sich aber nicht in unsere Angelegenheiten ein. Ach, und welches Orakel hat dir das gesagt, General? Mein Vater. Wir sind in Sicherheit. Ich glaube, wir sind hier sicher. Nun, ich bete zu den Göttern, dass wir das sind. Oh, wir sind hier sicher, mein Kaiser. So sicher, wie es geht. Sicher, ja, sicher. Aber du, welcher Familie? Wie ist dein Name, Soldat? Marius. Doch mein Name ist nicht wichtig. Meine Geschichte jedoch schon. Mein Vater lehrte mich, dass die Götter unser Schicksal bestimmen. Jedoch wir allein unseren Weg wählen. Eure Bestimmung war es, Kaiser zu sein. Meine, Soldat. Die Ehre meines Vaters führte ihn auf einen Weg, der den Menschen diente. Doch was führte uns auf unsere Wege? Was machte uns zu den Männern, die wir sind? Meine Geschichte beginnt vor gut 10 Jahren. Vater! Marius? Es tut gut, dich zu sehen. Wie sehe ich aus? Wie ein echter römischer Soldat? Du siehst gut aus, mein Sohn. Willkommen daheim. Willkommen daheim. Wohin wirst du versetzt? Alexandria. Ah, Alexandria. Eine ruhige Provinz. Mutter wird erfreut sein. Ich bin nicht in der Armee, um in der Sonne zu liegen. Ich will kämpfen, so wie du, für das Reich. Alles zu seiner Zeit, Sohn. Alles zu seiner Zeit. Denk daran. Nicht alle deine Feinde lauern auf dem Schlachtfeld. Vater? Marius,
Lass dich ansehen. So stattlich. Mutter, bitte. Deine Schwester will dich unbedingt sehen. Er wird sie noch früh genug sehen. Fürs Erste würde ich gern allein mit ihm sprechen. Na schön. Dann gehe ich deine Schwester suchen. Bedrückt dich etwas, Vater? Wir reden später darüber. Aber jetzt, zeig, was du gelernt hast. Ein trauriger, aber stolzer Tag. Der, an dem der Sohn seinen Vater besiegt. Du hast zwar das Schwert gemeistert, aber habe es nicht eilig, es auch zu ziehen. Komm immer zuerst mit offenen Händen. Komm mit, Sohn. Ich hörte, in Rom herrsche große Unzufriedenheit. Ja, wir leben in gefährlichen Zeiten. Diese Wahl könnte alles verändern. Ich gebe dir das, wie dein Großvater es mir einst gab. Wenn der Tag kommt, deine eigenen Männer zu befehligen, denk an das, was ich dir gleich erzähle. Der Legende nach war Damokles ein großer Krieger. Ein gefeierter Heerführer einer großen Armee. Seine feigen Generäle verließen ihn inmitten einer Schlacht. Als der gefallene Damokles in der Unterwelt ankam, war Nemesis, die Rachegöttin, darüber erzürnt, wie der tapfere Held behandelt wurde. Sie erlaubte es, Damokles in die Welt zurückzukehren als rachsüchtiger Geist. Ein gespenstischer Centurio in schwarzer Rüstung. Um jeden der Generäle, die ihm Unrecht getan hatten, zu töten. Bis heute tragen viele Kommandanten eine Dolchscheide mit dem Bildnis Damokles bei sich. Dieser Dolch erinnert sie daran, stets auf ihre Männer aufzupassen. Sonst erwacht der schwarze Centurio von den Toten und bestraft sie für ihren Egoismus. Septima! Barbaren! Folge mir! Nein! 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 Ich werde jeden einzelnen von euch töten! Hör zu! Die wollen uns töten, Marius! Wir müssen zum Senat! Und meine Leute retten! Liegt dein Schicksal. Lauf. Rom gehört dem Volk. Eine Stadt für das Volk.
Ein Kaiserreich für das Volk. Alle, die heute im Forum versammelt sind, wollen nur das. Es ist viel schlimmer, als ich dachte. Du musst Rom retten. Rette es! Rette es vor ihnen. Ihr Schweine! Ihr mordenden Barbarenschweine! Ich werde tun, was du sagst, Vater. Ich werde Rom vor ihnen retten. Ihr Blut vergießen. Ich bin Kommandant Vitalion von der 14. Ein Freund deines Vaters. Wenn es Blut ist, was du willst, werde ich dir so viel geben, wie du vertragen kannst. Du bist in der 2., oder? Ja, Herr. Jetzt nicht mehr. Willkommen in der 14. Unter Vitalion schloss ich meine Ausbildung ab und erhielt sein Versprechen. In der 14. konnte ich mehr als genug Blut vergießen. Britannien, diese stinkende Jauchegrube am Rande des Reichs, die Heimat der Bastarde, die meine Familie ermordeten und den Aufstand anführten, der sogar die Straßen Roms erreichte. Meine Versetzung in die 14. führte uns auf diese Insel, wo ich an ihnen Rache nehmen und den Aufstand niederschlagen würde. Es tut mir leid. Da unten, tötet sie! Feuer!
zerstören wir diesen Turm, Männer! Bewegung! Ihr da! Hebt das Gegengewicht an! Ich gehe nach oben und löse die Kettensperre! Hoch mit dem Gegengewicht! Los! Mutiger Mann! Durchlebt den Tod! Einmal! Feiglinge! Immer wieder! Jetzt haben wir das Blut dieser Barbaren vergossen! Wir wissen jetzt, dass sie bluten wie wir! Bereit! Dein Vater war ein Mann des Volkes, Marius. Es ist eine Ehre, mit seinem Sohn zu dienen. Hier lang. Die Treppe hoch. Los! Nehmt das Katapult ein und zieht damit auf den Turm. Gebt ein Zeichen, wenn ihr bereit seid. Wir halten ihn.
Bastarde, auf! Verstanden! Kommandant! Wir haben heute viele tapfere Männer verloren. Marius, du hast bewiesen, dass du ein Anführer bist. Du hast dir den Respekt der Männer verdient. Also, nimm diesen Helm und trage ihn. Legionäre, salutiert euren neuen Centurio! Schon gut, beruhigt euch! Beruhigt euch, Männer! Jetzt wisst ihr, was von den Barbaren zu erwarten ist. Sie sind eine Meute wilder Hunde, die uns bis aufs Blut bekämpfen. Aber sie wissen nicht, mit wem sie sich anlegen. Rom ist Zivilisation! Rom ist Gesetz! Rom ist Stärke! Und hier draußen sind wir Rom! Kommandant! König Oswalds Barbarenhorde marschiert auf York. General Commodus und die 6. Kohorte haben den Feind angegriffen. Doch ihr Schicksal ist unbekannt. Macht die übrigen Boote fest und entladet sie. Und macht die Truppen bereit. Wir marschieren nach York! Unser Marsch gen Norden in das Land der Rebellen war brutal. Unser Vorankommen wurde durch eine Schlacht nach der anderen verzögert. Rom hatte Frieden, Handel und Reichtum auf diese Inseln gebracht. Dieser Frieden wurde durch offene Rebellion zerstört. Nun, endlich näherten wir uns dem Quell des Aufstandes, wo König Oswald und seine Kriegertochter herrschten. Wir berichten von einer großen Barbarenarmee auf dem Vormarsch hierher. Wenn sie sich mit dieser Armee zusammenschließen, haben wir keine Chance. York wird fallen. Bei den Göttern. Auf jeden von uns kommen 20 dieser behaarten Bastarde. In einer Schlacht würden wir große Verluste erleiden. Ihr wollt nicht angreifen? Ihr Anführer,
König Oswald und seine Tochter Boudica sind dort unten bei ihnen. Wenn wir sie fassen, müssen die Stammeshäuptlinge Frieden schließen, wenn sie eine sichere Rückkehr wollen. Dann wird Oswald das Knie beugen und Rom einen Eid leisten müssen. Diese Briten haben ihre eigene Art der Ehre. Sie haben keine Ehre. Dieses Ungeziefer wagt es, sich gegen Rom zu erheben. Sie verdienen es, unseren Zorn zu spüren. Unsere Vergeltung? Oder deine? Herr, ich... Genug. Wir werden diese Rebellion auf meine Art beenden, anstatt die Leben guter Männer aufs Spiel zu setzen. Verstanden, Centurio! Verstanden, Kommandant. Also gut. Eine kleine Einheit wird das Lager des Feindes infiltrieren und Oswald und Boudica ergreifen. Ich werde mich mit der Hauptstreitmacht um ihre Verstärkung kümmern. Und wie lauten meine Befehle? Ich habe dir Blut versprochen, oder? Du wirst Oswald und Boudica ergreifen. Bevor dir deine Männer folgen können, wirst du dich um die Schützen auf dem Aquädukt kümmern müssen. Du wirst also zunächst allein sein. Verstanden, Herr. Ist mir eine Ehre. Götter, welch Schicksal droht mir? Durch Fallen oder Strangulierung? Das müssen die Überreste der 4. Legion sein. Ihre Legionen nähern sich. Stellt eure Bogenschützen an der Straße auf und schießt auf meinen Befehl. Ja, Herrin. Hier muss ein Weg nach oben sein. Thank you.
Vorwärts, zum Hügel! Herr? Gib dich! Oder deine Familie wird ausgelöscht. Sofort! Genug! Die Briten werden niemals Frieden mit uns schließen, wenn wir sie so behandeln. Das müssen Prätorianer gewesen sein. Halt! Freunde Roms. Ich präsentiere Basilius, Sohn des Kaisers. Vitalion! Glückwunsch zu deiner sicheren Ankunft. Nur ein wenig später und du hättest den ganzen Spaß verpasst. Ich hoffe, deine Reise war nicht allzu beschwerlich. Herr, ich würde gerne... Meine Prätorianer übernehmen. Wachen, ergreift den britischen Abschaum. Eure Hoheit, ich muss Falls protestieren! Falls du es nicht bemerkt hast. Mein Bruder Commodus wird noch vermisst. Ich werde herausfinden, was diese Wilden mit ihm gemacht haben. Wir Briten lebten in Frieden unter dem alten römischen Häuptling. Aber dieser Häuptling Commodus, Sohn eures Königs, ist böse. Er verdient das Schicksal, das er jetzt erleidet. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ihr Briten scheint wohl nicht so zu lieben, wie wir Römer es tun. Deine Tochter? Sie ist wunderschön. Peitscht sie aus, bis er redet. Oder sie stirbt. Was immer zuerst eintritt. Nein! Nicht, Harry! Sagst es! Du wagst es. Ich bin der Sohn des Kaisers. Und ich tue, was immer ich will. Bitte! Nein! Bitte! Verschont sie! Ich sage euch alles! Häuptling Commodus wurde an den gehörnten König im Norden verkauft. Hinter dem Wall. Bitte! Lasst meine Tochter gehen. Ich flehe euch an. Seht ihr? Es gibt nur eine Sprache, die diese Menschen verstehen.
die Sprache der Gewalt. Ihr werdet euren Häuptling in der Dunkelheit hinter dem Wall finden, wo bedrohliche, karge Berge aufragen, über schwarzen, endlos tiefen Seen. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausen dort, von denen, die dorthin ausziehen, kehren nur wenige zurück. Vitalion, ich habe eine Mission für dich. Führe deine Männer nach Norden zu den bedrohlichen Bergen. Und bring meinen Bruder zurück. Wachen, sperrt die Gefangenen ein. Die Männer bereit machen! Ihr habt den Kommandanten gehört! Bereit machen zum Abmarsch! Centurio! Formation, Männer! Und keine Rumpen! Wir marschieren gen Norden. Ja, Herr! Vitalion führte unsere Truppen weiter gen Norden über die Grenzen unseres Reiches hinaus bis ans Ende der Welt. Wir kämpften gegen Krieger, die mehr Tier als Mensch waren. So fürchterlich, dass selbst Roms Elite-Legionen sie nicht befrieden konnten. Oswalds unheilvolle Worte verfolgten uns, als wir immer tiefer in die unerbittliche Dunkelheit marschierten. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausten dort. Von denen, die sich dorthin wagten, kehrten nur wenige zurück. Diese Festung, Glotzsprung. Angeblich ist es ein Tor direkt zum Hades. Ein Ort voll Feuer und Tod. Ich fürchte, das, was hier am Rande der Welt passiert, auch Rom selbst bald erreichen wird. Wir werden Commodus retten. Freidenmänner errichten sie nur für ihre wichtigsten Opfer. Er muss sich hier befinden. Hast du das? Erhebe dich, Sohn Roms. Dein Reich braucht dich. Steh auf.
Fluch! Bewegung! Okay. Das ist gut, euch zu sehen. Herr, ich habe Vitalion gesehen. Sie haben ihn zum Weidmann gebracht. Wie groß dieses Ding ist. Geht in Stellung. Sichert das Tor. Ich suche Vitalion. An den Rambock! Bringt die Figur zu Fall! Das Richtige zu sehen, muss man manchmal am Vermeintlichen vorbeisehen. Gut gemacht, Marius. Soldaten! Soldaten! Steht nicht einfach da herum, ihr Nichtsnutzer! Holt mich hier raus! Holt mich sofort hier raus! Das ist wohl unser verehrter Anführer General Commodus. Ja, des Kaisers Sohn. Holt mich heraus, ihr dämlichen Idioten! Ich befehle es euch! Dein Sieg, deine Ehre, Centurio. Sofort, Herr.
Komm schon! Komm schon, du Schwachkopf! Gib mir deinen Umhang! Gib mir deinen Umhang! Wir marschierten nach York. Commodus war in Sicherheit und Oswald bereit, Frieden zu schließen. Ich betete zu den Göttern, dass dieses Blutvergießen bald ein Ende finden würde und ich meine Männer endlich nach Hause führen könnte. Ich begann zu verstehen, dass Vitalion guten Grund hatte, diesen Krieg zu hinterfragen. Wie viele Soldaten hatten ihr Leben für diesen sogenannten Sieg gegeben? Ich zumindest hatte genug Blut vergossen. Statthalter, ich bringe euch Oswald, König der Briten. Er hat der Rebellion abgeschworen. Er will sich der Herrschaft Roms fügen und von nun an nur noch für den Frieden zwischen unseren beiden Völkern kämpfen. Hoheit Commodus, alles, worum wir bitten, ist eine gerechte Behandlung meines Volkes. Als Ebenbürtige. Sodass wir alle in Frieden leben können. Sodass wir alle in Frieden leben können. Der Friedensvertrag aus Rom. Der Wille des Kaisers! Der Frieden des Kaisers! Fehlt nur noch das Zeichen des Königs auf dieser Schriftrolle. Und wir können diese verdammte Insel verlassen. Euer Kaiser, mein Vater. Er ist wahrhaft weise und gerecht. Es ist das Siegel des Kaisers. Es ist der Ausdruck seines Willens und der Macht Roms. Erhebe dich. Umarme mich. König Oswald, hier ist dein Frieden. Nein! Du wagst es! Dreckiger, stinkender Hund! Passiert, wenn man mir trotzt? Trotz dir! Mein Vater. Der Kaiser war's. Rette Rom vor ihnen. Jetzt! Geht, ihr Hunde!
wartet ihr noch? Auf die Knie! Jetzt ist nicht die Zeit, Boudica. Lauf! Mein Vater ist ein Gott! Ich bin ein Gott! Gehorcht mir, wie ihr den Göttern gehorcht! Bringt uns zum Hafen! Italien! Bringt diesen rebellischen Abschaum unter Kontrolle! Haltet die Stadt, keine Gnade! Ihr werdet alle dafür bezahlen! Wir werden jeden Mann, jede Frau und jedes Kind abschlachten! Und auf eure Gräber pissen! Verstärkt die Mauern! Drängt sie zurück! Los! Schließt die Tore! Wir müssen ihre Armee um jeden Preis draußen halten! Ich übernehme hier. Kümmere dich um die Mauern. Marius, wir brauchen Zeit. Halte den Feind auf, solange du kannst. Wir müssen alle unsere Zivilisten zum Hafen bringen. Tu alles, was du kannst. Ich treffe dich am Gerichtsgebäude. Nun geh! Return! In Stellung gehen! Pfeilhagel auf mein Zeichen! Ja. Soldaten, eine große Schlacht erwartet uns. Sie stehen vor unseren Toren, um uns alles zu nehmen, was wir haben und was wir lieben. Sie sind entschlossen, uns alles zu rauben. Zeigen wir ihnen, was wir dazu zu sagen haben! Ballisten, zielt auf die Belagerungsmaschinen. Südtor ist gefallen. Die Stadt wird überrannt werden. Bringt diese Menschen zu den Schiffen. Ja, Herr. Ich muss den Hafen erreichen. Gibt es einen anderen Weg? Ja, Herr. Durch diese Armensiedlung dort. Thank you.
sonst wohin? Beidringe! Geh, Marius! Ich halte sie auf, bis das Schiff fort ist! Nein! Ihr müsst gehen! Ihr müsst leben! Der Senat wird euch anhören! Ihr seid ein Kommandant, sie müssen! Nun geht! Damokles war ein großer Krieger. Ein gefeierter Heerführer einer großen Armee. Seine feigen Generäle verließen ihn. Nemesis, die Rachegöttin, gestattete Damokles als Rachegeist auf die Welt zurückzukehren. Als Centurio, in pechschwarzer Rüstung, der die Generäle, die ihn verraten hatten, bis auf den letzten Mann auslöschte. Damokles. Marius Titus, du bist ein General Roms. Ich habe dich hierher gebracht, um mich vor Damokles zu schützen. Aber du bist Damokles! Götter helft! Du bist Damokles! In der Tat. Und meine Geschichte ist fast zu Ende. Ich war besessen von einem Gedanken.
einem einzigen Wunsch. Dem Wunsch nach Rache. Rache gegen Kaiser Nero, der meine Familie abschlachten ließ. Rache gegen seine abscheulichen Söhne, die meine Legion verrieten! Um meine Rache auszuüben, musste ich dahin zurückkehren, wo alles begann. Nach Hause. Auf meiner Reise nach Rom umgab mich die Gefahr. Das Verderben Britanniens hatte auch diese Stadt erreicht. Hungernde Flüchtlinge aus dem einst freien Rom füllten die Straßen und erzählten von Raub und Folter. Das Gesetz lag in Trümmern. Mein einziger Lebenszweck war es, nach Rom zurückzukehren und euer Unheil zu beenden, Nero. Zu verhindern, dass ihr mein geliebtes Rom vernichtet und es dem Volk zurückzugeben. Wie du siehst, Marius, erwarten uns unsere größten Feinde nicht immer in fernen Landen. Wer bist du? Warum ist das geschehen? Mein Vater war ein Held Roms. Dein Vater war ein großer General und ein beliebter Senator. Zu beliebt vielleicht. Der Kaiser ist ein neidischer Mann. Ein kleinlicher Mann. Dein Vater lebte, um Rom zu dienen. Kaiser Nero dient nur sich selbst. Er trachtet nach Macht um ihrer selbst willen. Er hält sich für einen Gott. Ein kalter Wind aus dem Norden hat dem Kaiser giftige Worte eingeflüstert. Dein Vater und andere Männer wie er wollten Rom an das Volk zurückgeben. Also ließ der Kaiser sie ermorden. Schließlich ist es das, was Kaiser tun. Die Beute seiner Gier wurde unter seinen Söhnen aufgeteilt, Basilius und Commodus. Er überhäufte sie mit Macht und Verantwortung, derer sie nicht würdig waren. Rom lässt seine Kinder im Stich, Marius. Du bist ein wichtiger Stein im Spiel der Menschheit. Und musst, wie wir alle, deine Rolle spielen. Damokles, Geist der Rache. Das Schicksal des Reichs liegt in deinen Händen. Rette Rom. Rette Rom vor ihnen. Thank you.
Ich brauchte Zugang zum Turnier des Kaisers. Nur ein Mann konnte mir den gewähren. Also suchte ich ihn auf. Damokles? Ich komme wegen des Turniers. Da! Ein Gladiator? Diese mythische Rüstung ist eine nette Geste. Du hast mir ganz schön... Nur die geschicktesten Kämpfer dürfen am Turnier teilnehmen. Schauen wir mal, ob du so gut kämpfst, wie du aufgemacht bist. Hier ist deine Bestätigung. Verliere sie nicht. Du hast das Töten zu einer Kunst gemacht. Ich hingegen pflege andere Ausdrucksformen. Hier einige meiner neuesten Werke. Ich bin gerade fertig mit dem letzten Feinschliff. Ein Geschenk an meinen Vater, den Kaiser. Ein äußerst großartiges Werk, wie ich zugeben muss. Mit einer versteckten Überraschung. Einem kleinen Hohlraum in seinem Kopf, der Tränen aus feinstem Weißwein als Symbol der Liebe zum Reich vergießt. Obwohl es wahrscheinlich alles Mögliche vergießen könnte. Alles? Blut. So viel Blut. Graue Berge lasten auf dem Senat. Die Straßen Roms werden rot sein. Rot vom Blut. Ich sah dich in meinen Träumen. Schneid mich los, wenn du deine Zukunft erfahren willst. Gefallener Held Roms. Geist der Vergeltung. Damokles wird vom großen General Marius gerichtet. Dieser General wiederum von Damokles. Kaiser Nero
Er stirbt nur durch sein eigenes Schwert. Du kannst ihn nicht töten. Commodus, durchstreifte geschwind den Wald. Die niederträchtigen Briten schickten ihre stärksten Krieger. Sie dachten, sie könnten den unerschütterlichen Commodus aufhalten. Das war einfach brillant, oder nicht? So brillant, dass ich seinen Kopf will! 1000 Denari für denjenigen von euch, der ihn mir bringt. Die Belohnung ist mein! Tut mir leid, es geht um 1000 Denari. Süchtiger Damokles, die Helden haben den großen General Commodus darstellen. Trotz der ganzen Hilfe!
letzten Jahrzehnt bezwang ich jede Nation, die es wagte, sich gegen uns zu stellen. Ich bin der größte General, der je Rom und sein Volk führte. Heute hattet ihr die Ehre, ja, die Ehre, Zeuge des Todes zu sein, aller Gladiatoren, die sich mir entgegenstellten. Die einst großen und gefürchteten Gladiatoren liegen nun tot, gebrochen vor euch, von mir erschlagen, eurem General, eurem Anführer, eurem Erretter. Aquilo, ich muss zugeben, ich bin beunruhigt. Warum das, mein Kaiser? Dieser Damokles kämpft den ganzen Tag wie ein Löwe und sieht nicht mal erschöpft aus. Fürchtet nicht um das Leben eures Sohnes. Ich fürchte nicht um das Leben dieses Versagers, sondern um mein Gold. Ich setze dein Vermögen auf seinen Sieg. Ich werde die Quoten ausgleichen. Euer Geld ist sicher. Oh. Und auch dieser Versager. Euer General! Euer Erretter! Euer Gott! Du sagst, du beschützt Rom. Wer beschützt dich vor mir? Mach deinen letzten Atemzug, du stinkender Dreckskerl! Bin ich nicht der Größte! Ruhe! Komm schon, Damokles. Übe deine Vergeltung. Hier drüben! Ich bin Commodus, nein, du Narr! Ich bin Commodus! Ich bin Commodus! Für dich ist das Spektakel vorbei! Spürst du das Gift? Man darf kein Risiko eingehen, Damokles. Du verstehst das. Ich weiß, dass ich unsterblich bin, aber das Gesindel ist wankelmütig. Ein Glückstreffer von dir und mein Anführer. Das wird dein letzter Atemzug, Commodus.
Ich kenne nur einen Mann, der so kämpfen konnte. Beenden wir, was dein Vater begann, Marius. Schnell, wir müssen hier raus. Im Senat sitzen nur verängstigte alte Männer. Sie hören weder auf Wahrheit noch Vernunft. Ich warnte sie über Britannien, aber es brachte nichts. Commodus hat die Legionen zurückgehalten und tat nichts, während eine riesige Barbarenarmee nach Rom zog und Chaos auf dem Weg verbreitete. Die Briten? Ja. Ihre Armee ist um das Zehnfache angewachsen. Jeder Gegner Roms hat sich ihnen angeschlossen. Sogar die Völker entfernter Länder haben riesige Kriegsbestien geschickt. Der Kaiser und Commodus haben sich Feinde gemacht. Viele Feinde. Im ganzen Reich merken die Barbaren, wie sehr Neros Führung uns geschwächt hat. Sie wollen uns vernichten. Das Reich vernichten. Nach Commodus Tod werden sie mir das Kommando anbieten. Und ich werde meine besten Männer für die Verteidigung brauchen. Als ich dich in der Arena vermutete, habe ich das hier vorbereitet. Der Kaiser muss sterben. Das wird er. Aber zuerst müssen wir Rom retten. Ich brauche dich jetzt, Marius. Kämpfe für deinen Vater. Kämpfe für deine Legion. Kämpfe für Rom. Boudica, einst lag ihr Schicksal in meiner Hand. Jetzt führte sie die Armee tausender Stämme an. Ihre gigantischen Kriegsbestien rissen unsere Tore ein. Das Unheil eines verdorbenen Reiches erreichte dessen Hauptstadt. Wir alle müssen für unsere Taten büßen, Nero. Jedoch büßen die Menschen Roms nun für die deinigen. Ah, Boudica. Dein Krieg galt nicht Rom selbst, sondern Nero, der unsere Väter ermorden ließ und dafür büßen wird. Wenn Rom jedoch fällt, versinkt unsere Welt in Dunkelheit. Das Chaos wird die Zivilisation verdrängen. Und das werde ich niemals zulassen. Ah!
ruhig, Marius. Die Mauern der Stadt werden diese Bastarde auf diesen einen Platz lenken. Sie könnten uns hier zu Tausenden überlegen sein. Aber dieser beengte Raum wird ihnen die Überlegenheit nehmen. Und so die Götter es wollen, wird Rom einen neuen Morgen sehen. Da kommen sie. Bereit halten! Bereit halten! Diese dreckigen Bastarde werden immer mehr. Wir müssen sie aufhalten. Feuer frei! Ich führe den Gegenangriff. Ich brauche jeden Nein, Mann. Ich führe den Angriff. Du schaffst es niemals zurück. Ich kann nicht den ganzen Rom dir überlassen, oder? Marius, Sohn Roms, erhebe dich. Es ist noch Zeit. Dein Schicksal erwartet dich. Sieh dich um. Wie soll ich den Fall Roms verhindern? Alles ist verloren. Verschwende deine Zeit nicht mit den Blütenblättern. Schneid den Kopf ab. Boudica.
General! Wir können Sie nicht mehr lange aufhalten! Boudica. Herr, ich weiß wirklich nicht, wie lange wir noch... Die Gunst der Götter ist versiegt! Wir müssen... Zurückfallen? Fliehen? Hast du für diese Worte deinen Posten verlassen? Deine Männer verlassen? Wir wurden von den Göttern herbeigerufen. Und du willst fliehen. Ich sollte dich umbringen. Du bringst Unehre über deine Männer. Du bringst Unehre über mich. Du bringst Unehre über Rom! Ich schwöre dir, Centurio, dass Rom nicht fallen wird. Nicht heute. Heute kämpfen wir. Beordere die Reste der 6. Legion zur Unterstützung der Westflanke. Ziehe die 5. aus der Altstadt dazu. Ich werde die Reste der 14. suchen und den Feind direkt vor dem Palast angreifen. Los! Verstanden. Die Frontlinie wird halten. Und wenn ich selbst dafür sorge... So treffen wir uns wieder, Römer. Ergib dich oder zahl den Preis. Auf dass du Rom zerstörst? Niemals. Wir können nicht beide siegen. Und jetzt lasse ich mich von dir auch nicht mehr aufhalten. Wir zwei sind gar nicht so verschieden. Das Schicksal macht uns zu Feinden. In einem anderen Leben. In einem anderen Leben vielleicht. Nicht in diesem. Nein. Nicht in diesem. Tu es, Römer. Tu es. Centurio Severus, zu mir! Stell das am höchsten Ort auf, den du findest. Wenn die Barbaren ihn sehen, fliehen sie. Der Sieg wird unser sein. Da du offenbar nicht zu meinem Schutz hier bist. Wozu dann? Ihr ließt meine Familie ermorden. Ihr habt Rom zerstört. Alles, was geschehen ist. All das unnötige Sterben. Eure Eifersucht, eure Eitelkeit, eure Arroganz haben dazu geführt. Warte! Hast du die Prophezeiung des Orakels vergessen? Kaiser Nero kann nur durch sein eigenes Schwert sterben. Du kannst mich nicht töten. Nur ich kann das, hast du selbst gesagt. Ich flehe euch an! Gib mir deinen Dolch, General. Dann sterbe ich zumindest als Kaiser. Selbst wenn ich nie so lebte. Du sagtest, die Barbaren seien besiegt. Also? Nicht sie hämmern gegen die Tür. Es sind meine Prätorianer. Wachen! Wachen! Damokles ist hier! Er will mich töten! Beschützt mich!
Marius, mein Guter. Hast du irgendeine Idee, wie viel Ärger du mir bereitet hast? Wie hart ich gearbeitet habe, bis alle Teile des Plans sich zusammenfügen? Zivilisation. Marius, halt auf! Ihr Menschen spielt eure Spiele. Wir Götter, die unseren. Aber das Spiel hat Regeln. Yeah.
Über die Zeit erholte sich Rom. Und seine Zivilisation wuchs und gedieh erneut. Die Stadt, gerettet von einem unbesungenen Helden, hatte Bestand. Über tausende Jahre. Rom würde überdauern. Von da an bis zum letzten Tag der Menschheit.